Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, hier geht die Party ab, es sind 30 Grad, ich sitze hier mit Weihnachtsmütze, läuft bei mir. Ich gucke jetzt einfach mal mit euch zusammen in den Essens-Adventskalender rein. Den bekommen wir für 29,99 dieses Jahr zu kaufen. Kaum war er bei Rossmann erschienen, war er auch schon wieder ausverkauft. Das ist der Wahnsinn, ich sag's euch. Ich sehe hinten drin schon den Inhalt. Ups. Ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Merry Everything and Happy Always. Also im Prinzip soll immer alles positiv und fröhlich und selig sein. Das wäre ein Träumchen, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir haben hier wirklich so einen Adventskalender, der gestaltet ist wie so ein Turm mit einzelnen Kläppchenmöglichkeiten. Kann man machen, da muss man halt immer ordentlich suchen, dass man die Zahlen findet. Deswegen suchen wir jetzt zuallererst mal die Nummer 1, die sich hier befindet. Und letztes Jahr hatten wir im Adventskalender eine iBase drin, die ich bis heute verwende und die ich großartig finde. Und ich versuche euch natürlich die Preise auch rauszusuchen und einzublenden. Das wird ein bisschen schwierig, weil ich das runterrechnen werde anhand der Standard und wie auch immer Special Edition Produkte und so, dann mit der Grammzahl und so. Ne? Das Ganze startet mit einem Eyeshadow and Brow Highlighter. Oh Gott, ist das schön vom Packaging her, liebe ich es einfach. Ne? 1,5 Gramm sind hier drin enthalten und das ist eine wirklich schöne Farbe, die man in jedem Augenlook super verwenden kann. Ganz toll. Ein wunderschöner Champagnerton. Oh, hier steht was drin. Xmas Sparkle. Synonym for my new eyeshadow. Aha. Okay, da steht halt so ein bisschen Information auch immer mit drin. Das lese ich jetzt aber nicht explizit vor, oder? Hm. Hier geht's jetzt oben weiter mit der Nummer 2. Okay, wie auch letztes Jahr lassen sich die Kläppchen leider sehr blöd öffnen. Aber die Produkte lassen sich ganz gut entnehmen. Hier habe ich einen Lippenstift drin enthalten. 3,5 Gramm Semi-Matt Lipstick. Und das ist wirklich eine, ja, so ein Pink-Rot-Ton. Der sieht fancy aus. Aber auch hier wieder, das mag ich ja bei dem Essence-Adventskalender, ne? Diese Umverpackung, das ist extra für den Adventskalender gestaltet, als wäre es halt eine eigene Limited Edition, das mag ich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Okay, die Produkte lassen sich aber ganz gut aus den Kläppchen entnehmen, da beschwere ich mich nicht drüber. Mini Matte Nail Polish mit 5 Millilitern haben wir hier drin und das ist ein wunderschöner Rosaton. Ein sehr, sehr helles, schönes, rosa Alltagstönchen mit dieser wunderschönen Verpackung. Ein Traum. Hier haben wir die Nummer 4. Xmas Eyeshadow Shader Brush. Ach schön, wir haben ja auch wieder dieses kleine Pinselsortiment mit dabei. Das ist in so einer, ja, ich würde sagen, Reisegröße, ne, sind die Pinsel immer. Oh, mein Nagellack verabschiedet sich hier oben gerade. Ciao. Oh, richtig hübsch. Also der Pinsel an sich ist hübsch, aber die Qualität von den Härchen sieht jetzt leider nicht ganz so bombastisch aus, ne? Wir haben solche Pinsel ja auch im Standardsortiment von Essence und deswegen mag ich es sehr, sehr gerne, dass die sowas auch mit in den Adventskalender reinpacken, weil das passt jetzt natürlich auch zu dem Lidschatten, der hier mit drin war. Gehen wir mal zum Tag vor Nikolaus, der 5. Dezember. Sehr schön. Brow Fixing Gel mit 4 Millilitern, auch extra in diesem Adventskalender-Design entsprechend. Mega gut. Das mag ich. Und es wird wahrscheinlich das aus dem Standardsortiment sein, also das Produkt an und für sich. Aber wir haben ja wirklich einen sehr, sehr kleinen Spoolie, der kleiner aussieht als das, was wir im Standardsortiment haben. Sehr gut. Nikolaus darf besonders sein. Und das ist es, Leute. Wie gut. Wie gut. Hier haben wir drin 5 Gramm von dem Face Perfecting Powder. Wunderschön. Wirklich, oder? Das ist ein transparentes, weißes, gepresstes Puder. Das Pressing hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch schon in den Adventskalender-Produkten drin, ne? Was passt jetzt halt auch wieder. Also mega genial. Großartig. Ich kann das gerade einfach gar nicht aufhören zu loben, wie wunderschön ich das einfach gerade finde. Und bislang halt auch jetzt nicht irgendein Tralafitti an Füllprodukten drin oder so. Jetzt mache ich mal die Nummer 7 auf. Ach Mist. Ich habe es zu laut gesagt. Hm. Ja, hier sind Nagelsticker drin. Per se ganz schön. Ich persönlich mag leider die Nagelsticker von Essence nicht so gerne, weil die bei mir auf den Nägeln nicht so gut halten. Aber es ist süß. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und die sieht länglich aus. Also entweder haben wir hier so ein Pencil drin. Jo. Oder halt ein Pinsel, hätte ich gesagt. Ne? Das dürfte ein Lip Liner sein, oder? Transparent Lip Liner. Wie praktisch. 0,9 Gramm. Also egal, welche Lippenfarbe du dann da drüber aufgibst, dieser Lip Liner wird dann einfach helfen, dass der Liquid Lipstick oder der Lipgloss nicht in die Lippenfältchen rutscht oder dass halt auch der Lippenstift an Ort und Stelle bleibt.
meine Lippen sind halt schon 34 Jahre alt. Ne? Dementsprechend habe ich auch ein paar Fältchen um meinen Mund herum. Und ich merke es einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel was Flüssigeres auftrage oder einen cremigen Lippenstift, dass dann im Laufe der Zeit, ich rede ja auch, ne, dass alles so ein bisschen nach außen fließt. Das sieht dann ein bisschen komisch aus. Ja, praktisch. Da wird Sarah Isabel sich aber drüber freuen, denn in der Nummer 9 haben wir ein Caring Shimmer Lipgloss von Essence mit 11 Millilitern. Sie steht nämlich auf diese Typchen-Dinger, diese Juicy Tralafitti-Dinger, die auch im Standardsortiment sind. Ne? Ja, hier haben wir jetzt einen drin und der schimmert wirklich ganz hübsch. Mal gucken, ob Orange auf meinen Lippen auch gut aussieht. In der Nummer 10 wird es jetzt leider mit einem weiteren Füllprodukt weitergehen, wobei die auch wieder süß sind. Das sind Face and Nail Pearls. Sowas kann ich mir gut vorstellen, wenn man so extravagante Looks schminkt oder so. Aber ja, auf den Nägeln würde ich das jetzt eher weniger drauf machen, weil das halt dann so uneben wird. Aber im Gesicht, so an den Augen, das kann ganz gut werden. Oh, in der ersten Schnapszahl, der Nummer 11, haben wir wieder einen Pinsel drin. Xmas Brow and Lash Spoolie Brush. Schaut so von der Verpackung her aus. Dann wird das wahrscheinlich so ein doppelendiger sein, oder? Huch, nee, das ist einfach ein Spoolie. Okay, ja, sowas ist ein praktisches Produkt, denn nicht bei jedem Augenbrauenprodukt hast du auch ein Spoolie mit dabei. Und Spoolies sind halt auch großartig, wenn du irgendwie Fallout hast oder Mascara abgestempelt ist, um das einfach wegzubürsten, wenn es getrocknet ist, ne? Cool. Oh nein, es ist schon Halbzeit. Es macht doch so viel Spaß hier. Hör auf. In der Nummer 12 haben wir einen richtig tiefroten Mini-Shiny-Nail-Polish drin. Das sind auch wieder 5 Milliliter und das ist so ein ganz, also wie so eine Schwarzkirsche sieht das aus. Ne? Richtig dunkelrot, passt in die Weihnachtszeit sehr, sehr gut. Auf derselben Ebene befindet sich auch die Nummer 13. Gut finde ich übrigens, dass die Produkte jetzt nicht nochmal separat im Adventskalender festgeklebt sind. Holo Face Mask Caring and Moisturizing Formula. 10 Milliliter haben wir hier drin. Stimmt, also Essence hat ja auch im Laufe des Jahres immer mehr Produkte im Pflegesegment rausgebracht. Und hier werden wir dann holographisch vor uns hinschimmern, während wir uns eine Maske auftragen. Ich hoffe, dass es, ja, Rinse Off. Okay, also es ist keine Peel-Off-Maske. Sehr gut. Ja, in der Nummer 14 haben wir jetzt auch so ein Tool-Ding drin. Eyeliner, Stencils. Kann man machen, muss man nicht, ist jetzt nicht so meins. Also ich finde, da gibt es halt ziemlich viele Tipps und Tricks, wie man halt sich super Eyeliner machen kann. Hä? Das sind Eyebrow und nicht Eyeliner Stencil, oder? Also du kannst sowohl Liner, nee, damit sollst du dir einen Catliner ziehen? Alto Belly, das ist aber ein krasses Vieh. Wobei, nee, du setzt dir den ja an und machst ja nur dann einen Strich und du malst es ja nicht komplett aus, hoffe ich mal, ne? Cat Eye... Ja, also sowas finde ich halt immer schwierig in dem Sinne, weil jede Augenform ist unterschiedlich. Also wenn ich mir den anlege, ich habe ein bisschen Schlupflider und ich habe halt auch 34-jährige Augenlider und Augen, ne, wird das nicht so funktionieren wie bei jemandem, die vielleicht wirklich 14 ist, also meiner Nichte zum Beispiel, und die das halt alles ein bisschen straffer unterwegs hat, ne? Naja, ist dabei, kann man machen. 15 gucken wir uns mal an. Oh nein! Oh ja, jetzt hat mein Nagellack auf dieser Seite auch noch Ciao Kakao gesagt. Also das ist echt immer eine schwierige Sache hier zur Adventskalenderzeit. White Kajal Eyeliner. Sowas ist auch praktisch mit 1 Gramm. Damit kann man nämlich die Wasserlinie halt schön betonen und die Augen größer erscheinen lassen. Ist zum Anspitzen, deswegen werden wir safe auch einen Anspitzer hier drin haben. Ja. Die Nummer 16 ist eine winzige, ein winziger Haarclip. Also der ist knuffig. Ne? Ja. Okay, wir haben jetzt den Tag, wir haben eine Woche vor Heiligabend, der 17. Dezember, lässt sich nicht leicht öffnen. Oh, wenn wir das in der 17 haben, was haben wir dann in der 24? Das ist nämlich ein Highlighter, schön, Golden Highlighter, 5 Gramm sind hier drin, so schön, oh mein Gott, ich falle vom Glauben ab. Wobei der letztes Jahr ziemlich dunkel war, ich weiß nicht, wobei der sieht heller aus. Schon sehr gold, ne? Aber wir könnten vielleicht Freunde werden. Ich versuche mich mit ihm anzufreunden. Mal gucken. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Nein, wie schön. Über Nagelfallen beschweren wir uns ja ganz gerne. Aber am 18. Dezember ist hier was drin, Leute. Das ist so hübsch. Das ist ein Herz. Wie kann man da sagen, ich mag dich nicht, oder? Ja, das hat Essence hier schon echt geschickt gemacht und das glitzert. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist hier so eine kleine Case. Lass dich in Herz, feinen Style, ein Smile. Also du hast das hier ein bisschen gröber, wo es glitzert und hier ist es ein bisschen feiner. Da beschwere ich mich nicht. Okay, okay, das ist eine Nagelfeile, die ich absolut akzeptiere. Ist die süß? Oh Gott, daneben ist die Nummer 19.
Auch das ist ein Klassiker, ne? Ein Lippenbalm, Shimmer-Lipbalm haben wir hier drin mit Caring Oil Complex, 4,9 Gramm, eine schöne orangene Verpackung. Das Ganze ist auch irgendwie so ein bisschen in diesem Orange und Pink gehalten, ne? Oh, du hast hier wirklich zarten Schimmer mit dabei. Ist schon süß. Ja, ein Klassiker, aber in sehr süß. Oh, die Nummer 20 sieht schön groß aus, wird aber wahrscheinlich ein Füllprodukt sein. Naja, es ist ein Xmas Eyeliner Brush. Das ist ein Pinsel. Das ist schön. Ne? Ist hübsch. Mag ich vom Design her sehr, sehr gerne leiden. Qualitativ fühlt es sich leider nicht so gut an, wie aus vielen anderen Essence Limited Editions. Also die haben echt schöne Qualitäten rausgebracht. Leider haben die die nicht beim Adventskalender mit drin. Nörgel die Pörgel, Nummer 21. Ein Nagelprodukt und zwar ein Mini Matt Nail Top Coat mit 5 Millilitern. Also damit kannst du dir matte Nägel machen. Das scheint angesagt zu sein. Habe ich jetzt in einem anderen Adventskalender auch schon gesehen. Finde ich gut. Somit haben wir die unterste Etage einmal abgefrühstückt. Sind ja gar nicht mehr so viele Kläppchen, ne? 22. Dezember. Glitter Eyebrow Tweezer. Eine Augenbrauenpinzette oder generell eine Pinzette, ne? Und die soll Glitzer mit dabei haben. Auch die möchte mich jetzt gerne verführen zu sagen, ja, es ist eine Pinzette, aber sie hat Glitzer drauf, garantiert. Ja. Und das schafft sie auch tatsächlich. Also ich verwende gerne Pinzetten, ich finde es auch super praktisch. Und warum sollte man sie hier nicht mit reinpacken? Also lieber sowas als jetzt irgendwie ein Anspitzer, ne? Muss ich ehrlich gesagt sagen. Deswegen kann man gebrauchen, gut gebrauchen. So, riesig ist die Nummer 23, guckt euch die an. Da haben wir bestimmt jetzt irgendwie ein Notizbuch oder sowas mit dabei. Nee, cool. Das finde ich wirklich cool. Das sind die Heart-Shaped Hydrogel Eye Patches. 24 Stunden Hydration mit Hyaluronsäure, Stunning Pink Holo Heart Shape. Yo, das ist halt so eine schöne Herzchenform mit Holo. Das ist toll. Okay, Trommelwirbel für die Nummer 24. Da ist jetzt bestimmt eine Mascara in Full Size drin. Das wird von der Größe her passen und Sinn ergeben, weil das haben wir noch gar nicht. Es ist nicht leicht, diesen Job zu machen. Okay, jammern auf hohem Niveau, ne? Okay, okay. Nee, hä? Okay. Es ist ein Gloss, ein Lip Oil. Ach, schade. 3,5 Milliliter. Ja, Lippenöle mag ich. Finde ich sinnvoll, finde ich praktisch, kann ich gut gebrauchen. Ach Mensch, aber eine Mascara wäre jetzt aber noch cooler gewesen, ne? Wir hatten ja schon das ein oder andere Lippenprodukt. Nörgel die Pörgel, sag Bescheid, ne? Aber ihr wisst, ihr habt es ja mitgekriegt. Ich finde es unheimlich süß, wie es gestaltet ist. 29,99 ist wirklich auch schon mehr als die letzten Jahre. Ich glaube, letztes Jahr lagen wir bei 25 Euro, aber alles ist teurer geworden, ne? Ich finde, dass man hiermit fast ein Fullface schminken kann. Also man kann hier wirklich gut was mitmachen. Du kannst sogar diesen Lippenstift als Blush verwenden, wenn du hart drauf bist. Ein Bronzer fehlt, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil das ein bisschen schwierig von der Shade aus wäre, ne? Also welche Farbe würdest du nehmen? Ein Lippenprodukt weniger, dafür eine Mascara. Das hätte ich hart gefeiert. Ich finde es super, dass wir nur 3 Nagellacke haben. Gut, Nagelsticker sind immer irgendwie mit dabei. Das mit den Perlen hätte jetzt auch nicht sein müssen. Aber ansonsten ist es ein schöner Adventskalender. Also ich glaube, wenn das jemand in der Adventszeit so auspackt, freut man sich darüber. Wenn das jemand ist, die halt auch von solchen Produkten bzw. von Schminke generell und Beauty begeistert ist, ne? Ich finde ihn schön. Ich habe euch den Wert ja auch ein bisschen ausgerechnet. Das ist immer ein bisschen schwer, weil das sind immer Adventskalender-Exclusive-Produkte. Das heißt, die werde ich nicht eins zu eins so finden. Aber so circa rechne ich euch das hier immer aus. Ja, und dann wäre es das hier jetzt auch einfach mal so von mir gewesen. Ich kann euch, wie gesagt, den Adventskalender empfehlen. Ist ganz süß gestaltet dieses Jahr. Bisschen nervig von diesem Klappgedönsen, bin ich auch ehrlich, ne? Aber trotzdem, der Inhalt gefällt mir und vielleicht kommen sie nächstes Jahr mal auf die Idee, einen Boxen-Adventskalender herauszubringen. Das würde ich echt feiern, muss ich sagen. Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Adventskalender so fandet und wenn es dir hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!